Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder. Entschuldigung, euer Odin und ich begrüße euch zu einem neuen Hardware-Video. Wir haben eben schon das Unboxing gemacht vom Plaud Note. Ihr habt das Plaud Note mit bei, also Anleitung logischerweise, die gucken wir uns auch gleich an. Das Plaud Note, eine Tasche, wo das Plaud Note reinkommt, die auf der Rückseite magnetisch ist. Ja. Bei mir hält es jetzt halt, weil ich habe hier einen Magnet. Und dadurch hält es. Aber ich würde es halt jetzt nicht so mitnehmen. Einmal ist es dann halt über meinen Kameras und das ist halt zu locker, das fällt ab. Der Magnet ist dann halt schon was anderes. Der ist was fester und größer. Da hält es dann halt so dran. Ist dann für die iPhone-Nutzer. Da könnt ihr das dann sehen, klebt ihr oft oder allgemein für Handy-Nutzer. Klebt ihr auf die Rückseite, aber ist halt im iPhone-Design, damit es für iPhone halt optimiert ist. Auf die Rückseite, Halbkreis nach unten, also die offene Seite und dann könnt ihr das halt immer wieder dran machen. Ich habe es auch eben schon drinne gehabt im Hardware-Video. Ihr braucht keine Angst haben, dass es hier irgendwie aus der Tasche rausfällt. Das macht es nicht. Es bleibt fest drinne. Ihr habt dort wirklich Probleme, das wieder rauszukriegen. Aber wir haben da eine Öffnung. Deswegen auch Magnet, zack ab. Da ist dann halt, sieht man dann die Kontakte. Da haben wir auch hier so ein magnetisches Teil mit bei. Also so ein USB-C-Kabel, USB-A-Kabel mit hier Magnet. Ja. Wie ihr von einigen Smartwatches kennt, zum Laden. Wenn ihr kein USB-A griffbereit habt oder so, habt es auch automatisch ein aus Metall, ein USB-A zu USB-C. Das funktioniert auch. Ich habe es getestet gerade eben. Wenn ihr das anschließt und dann den USB-C-Kabel, also den Adapter USB-A zu USB-C und den macht ihr dann am Handy unten einfach ran, dann könnt ihr das auch laden. Das ist auch kein Problem. Das kann ich bei mir halt leider bei meinem Case nicht machen, weil ich habe ja dieses dicke Ding. Ja. Aber vielleicht hole ich mir dann mal ein anderes Case und kann das da dann raufkleben und das nutzen. Ja. Und halt den Pauli. Und dann haben wir hier zwei Knöpfe. Aber wir wollen jetzt erstmal gucken. Ich habe mir die App schon runtergeladen. Wir wollen jetzt erstmal gucken, wie wir das jetzt machen sollen. Quick Guide, Start Recording. Kurzanleitung. So, haben wir sogar in Deutsch. Die Plaud-App habe ich schon runtergeladen, die hier abgebildet ist. Und drücke kurz die Aufnahme oder suchen Sie App bei Google Play und Pauli App herunterzuladen. Erstellen Sie Ihr Pauli-Konto. Das habe ich gemacht. Das habe ich gemacht. Ich habe ein Pauli-Konto erstellt. So. So, da sind wir dann so weit, dass wir uns verbinden müssen. Drücken Sie kurz die Aufnahmetaste, Pauli Note, um zu wecken. Okay, also kurz die Taste drücken, um es zu wecken. Die weiße LED Leuchte zeigt an, dass Pauli Note bereit ist, mit ihrem Konto verbunden zu werden. Okay. So, verbinden. Bluetooth deaktiviert? Nee, ist nicht deaktiviert, ist aktiviert. Also bestimmt so eine Standardnachricht. So. Pauli Note. Also da wo Bluetooth deaktiviert steht, habe ich jetzt drauf gedrückt und da kommt dann halt jetzt, ja, habe ich den Pauli Note hier ausgewählt. So, jetzt sollen wir die Taste drücken nochmal. Weiter. Jetzt sucht er. Er hat es gefunden.
verbinden. Glückwunsch. Dein Pauli Note wurde aktiviert und der Pauli IE Starter Plan ist jetzt auch aktiv. Jetzt kannst du mit Pauli Note in vollen Umfang nutzen. Vorteile anzeigen. So, dann brauchen wir den Rest jetzt gar nicht. Dann packen wir das mal kurz beiseite und gucken uns das mal an, die Vorteile. 300 Minuten monatlich Transcript. Professionell und branchenspezifische Vorlagen. Autopilot für eine automatische Zusammenfassung. Oh, das ist geil. Für eine automatische Zusammenfassung. Das ist für mich ganz interessant, weil ich ja mal so viel vergesse, wenn ich irgendwo bin, dann mache ich das einfach an und dann kriege ich danach eine Zusammenfassung, kann das Frauchen schicken und dann hat sie es schriftlich. Der unterscheidet auch verschiedene Sprecher. Audio mühelos. Trimm und nur das Wesentliche zu behalten. Importiere Audios in Plaut App oder Web für nahtlosen Transkript Zusammenfassung. Das ist geil. Los geht's. So. Okay. So, mich. Jetzt müssen wir erstmal gucken. Cloud aus. Machen wir mal Cloud an. Über WLAN synchronisieren. Cloud Web. AI. Ah, da steht dann die Adresse. Kopieren. Wartet mal, das muss ich mir mal schnell. Wo habe ich denn das? Dass ich es nicht vergesse, mir selber schicken. So. Habe ich mir jetzt selber mal geschickt, dass ich es nicht vergesse. Hilfe, Feedback. Also es scheint schon alles in Deutsch zu sein. Startplan. So, hier haben wir ja verschiedene Modelle. Details, Vergleich. Ja. Also der Starterplan, der hat 300 Minuten monatlich Transkript und die Pro-Variante hat 1200. Professionelle Vorlagen hat er begrenzte Vorlagen und der vollen Zugriff. Vorlagen anpassen kann ich nicht und ASK AI kann ich auch nicht. Ist nur bei der Pro-Variante. Alle anderen visuelle Mindmap, Cloud, KI ist alles gleich. So, die Pro-Version würde kosten jährlich 89 Euro, monatlich 13,99 Euro. Bei jährlich spart man 47%. 6000 Protokoll. Kann man nur Protokolle dazu kaufen, 120 für 3 Euro noch was. Aktivierungscode. Erhalten. Glaube ich nicht, dass hier ein Aktivierungscode mit bei ist. So, Daten plus Audio importieren, Aufnahme. Heute noch einkaufen, Milch, Brot, Süßigkeiten für die Kleine, das sollte es eigentlich gewesen sein.
So, jetzt gucken wir mal. Wird doch gut erklärt eigentlich alles hier. Ich werd mal ein bisschen ranzoomen, damit ihr ein bisschen mehr seht. Ist halt blöd, dass das alles weiß ist. Da könnt ihr das halt schlecht sehen. Besprechungsnotiz erzeugen. So. Autoanpassung. Ich mach mal Autoanpassung. Ja. Ja, Transkription läuft. So. Heute noch einkaufen. Milch, Brot, Süßigkeiten für die Kleine. Das sollte es eigentlich gewesen sein. Das war sehr gut. Pro. Ach, dafür brauche ich jetzt Pro. Okay. Können wir zurück. Das ist gut. Also für mich gerade, auch wenn wir jetzt bei der Schule sind und irgendwas ist, kann ich das einfach anmachen und habe dann das alles schriftlich. Welcome to this informative guide on how to harness the power of Plod's transcription feature. With our cutting-edge AI technology, and make any necessary edits or corrections. Weil ich bin wirklich, 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 wirklich sehr vergesslich. Oh, mein Akku, Moment. So, Akku schnell wechselt. Bin wirklich sehr vergesslich und da hilft mir sowas extrem. Weil vor allem, ich habe dann auch eine schöne Übersicht. Welcome to this informative guide on how to... Und kann das halt meiner Frau schicken, damit die, wenn sie halt nicht mit bei sein konnte, wegen der Arbeit. Ja, hier steht dann alles in Englisch. Das iPhone. Oha. This is a day I've been looking forward to for... Also sind Vorgefertigte. Mich. So, guck mal, da ist jetzt von meinen 300 ist jetzt eine Minute runter. Ich habe jetzt noch 299. Mein Pauli-Gerät. Ich bin verbunden. So. Batteriestand mittel. Aufnahme. Warte mal, hier Not. So. Notmodus. Call-Modus. Schreib die Aufnahmemodus. Was? Schieb den Aufnahmemodus-Schalter Pauli Note nach oben. Unten, um in den Note-Modus zu wechseln. Im Note-Modus kannst du problemlos Umgebungsgeräusche einfach einfangen, wie etwa bei Meetings, Reden, Unterhaltung, Interviews und mehr. Call-Modus schiebt Aufnahmeschaltmodus-Schalter auf Pauli Note nach oben, um in den Aufnahmemodus zu wechseln, der Aufnahmemodus eignet sich zum Aufnehmen von Telefonanrufen. So. Jetzt habe ich den mal nach oben gemacht. Call-Modus.
Ich habe auch keinen, den ich jetzt anrufen kann. Zugriff über USB. Wenn deaktiviert, wird verhindert, dass jemand über ein USB-Kabel auf Aufnahme Pauli Note zugreift. Ach, die sind hier doch gespeichert drin. Ah. Mikrofonverstärkung im grünen Bereich, das sollte okay sein. Please passe den VCS-Gewinn an, um Empfindlichkeit der Aufnahme zu steuern. Mittelgroß. Ja, da müssen wir erstmal reingucken. RAW-Daten wird aktiviert, wenn neben den Aufnahmen eine zusätzlich hochwertige Wave-Audio-Datei erstellt. Diese Funktion ist natürlich, um den original hochwertigen Klang aufzunehmen. Ach so, na, brauche ich nicht. Das reicht mir eigentlich so aus. So. Daten. Mich. So. Plus. Audio importieren. Aus Dateien. Das sollte er jetzt eigentlich nicht erkennen, weil kein Audio ist. Doch, hat er nicht erkannt. Datei importieren, außer. Habe ich denn hier irgendwie ein Audio überhaupt? Audio. Moment. So, ich habe jetzt mal ein bisschen getestet. Der hat Sprachmitteilungen, die ich über WhatsApp bekommen habe, konnte ich übernehmen. Ich habe jetzt aber mal Odin Master gemacht. Das kennt ihr ja. Das ist es. Sind 17 Sekunden. Und wir haben ja Zwischengeräusche und alles mit bei. Und jetzt werden wir einfach mal versuchen, was passiert, wenn wir das jetzt sagen, erzeugen. Besprechung, Beratung, Klasse. Wesentliche Punkte, wesentliche Punkte, machen wir wesentliche Punkte. Sprecherbezeichnungen, ja, machen wir, das ist eine Beta, machen wir mal mit drin. So, Deutsch, KI-Modell GT4, nee. 4O und wir haben die 3,5. Die ist eine Beta. Wir machen es erstmal damit. Ich bin mal gespannt. Wir haben ja viel Bass mit bei und so. So, Transcription läuft. Das Transcription ist kurz. Eine Zusammenfassung ist nicht erforderlich. Die Original-Audio-Datei. Transcription lautet wie folgt: Odinstest, also nur Step 1 Odinstests. Aber da hat er auch Odin falsch geschrieben, hat er Orin Test. Naja, aber macht ja nichts. Jetzt versuchen wir das nochmal. So. Nein, nicht Pro. So. Transcription. Sehen wir jetzt hier auch. Orins Tests. Minimap. Speaker 1. Orin. Also Orin. Anführungsstrich oben. S. Freizeichen. Test. Transcription ist kurz. So. Okay. Achso, jetzt bin ich aus Versehen raus. Ja, wollte ich gar nicht. So. Wir nehmen nochmal Odin Master.
Schlecht. So, hier bei den Inhalten. So. Dann gehen wir hier oben rauf. Und dann können wir das nämlich auch löschen. Papierkorb. Und weg ist es. Jetzt holen wir uns das aber nochmal wieder. Audio importieren. Moment. Muss Audio. Jetzt werden wir mal die Beta-Version testen. Odin Master. Weiter. So, da haben wir es jetzt. Erzeugen. So. Machen wir jetzt mal die 3.5. Machen wir Besprechung. Mal gucken, ob er hier Odins Test jetzt richtig erkennt. Und am Anfang war ja auch ein Odin, aber das haben sie, hat er hier nicht. Auch wieder Odins Test. Okay. So, was haben wir denn noch, was wir dazufügen können? Ich will keine privaten Sachen hier mit drin machen. Und was anderes habe ich nicht. Ich habe ja nichts Deutsches oder allgemein Englisches. Ja, doch. Nur die Besten sterben jung. Klingelton, was ich mir damals gemacht habe. So, erzeugen. Nicht wesentliche Punkte. Besprechung, Beratung, Klasse. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Das hört sich dann... Also kann ich jetzt nicht abspielen. Weil sonst gibt es gleich wieder Content-ID. Es hat nur die Besten sterben jung von den bösen Onkels als Klingelton gemacht. Also SMS-Ton. So, die Transcription ist kurz. Eine Zusammenfassung ist nicht erforderlich. Die Original-Audio Transcription lautet wie folgt. Nur die Besten sterben jung. Speaker 1. Mehr nicht. Es ist zu kurz. Habe ich was Längeres? Ach Gott. Ton, Ton, Audio, Audio. WhatsApp Sound, Juna Schrei. Ach, ich hab hier. Nix habe ich hier drauf. Ragnarök, sehen Sie nur Ragnarök. Das Problem bist du. Ist das lang für Leonucht vielleicht? Oder wartet mal, habe ich nicht eigentlich von meiner Freundin noch die polnischen Lieder drauf? Fliegeralarm. Nee, scheiße, habe ich nicht. Nee, das sind alles nur Audiodateien, die kann ich nie nehmen. Aus privaten Gesprächen oder bekommene. Dann nehmen wir das Problem bist du. So. Das Problem bist du und sagen erzeugen. So. Wird das jetzt 20 Sekunden? Mal gucken, ob er das jetzt macht. Zusammenfassung wird erstellt, weil da ist ja ein bisschen mehr mit drin. Da ist ja Text. So.
Schulerfahrungen, kriminelle Aktivitäten, soziale Isolation, Besprechungsinfos, Uhrzeit, Ort, Speaker 1, persönliche Erfahrung, Lebensweg, der Speaker beschreibt eine negative Erfahrung in der Schule und die daraus resultierenden Konsequenzen. Er spricht von Ablehnung, Einschränkung und der Freiheit und dem. Ist ja geil. Nächste Vereinbarung. KI-Vorschlag. KI hat die folgenden Punkte identifiziert. In der Besprechung nicht abgeschlossen wurde oder den klaren Handlungen fehlt, bitte beachten Sie. Krass. Tiefergründige Analyse, Ursachen für Schulhass. Es ist dringend erforderlich, eine gründliche Untersuchung der Gründe für die Ablehnung gegen die Schule durchzuführen. Ist ja geil. Also das ist ja der Knaller. Also das ist ja der Knaller. Also wenn es lang genug ist, dann kann er das wirklich gut analysieren. Also da gebe ich mal Daumen hoch. Sehr gut. So. Bearbeiten. So. Sie nannten, und jetzt kann ich euch das auch sagen, was hier steht, also was der Speaker 1 sagt. Sie nannten mich Idiot, weil ich die Schule hasste. Sie sperrten mich ein, weil ich ihnen nicht passte. Entschuldigung. Also ich schlägte vor Verbrechen. Ja, das ist aber falsch. Und kleinen Hehlereien. Schaffte schlechte Gesellschaft und zu viele Schläger ein. Heißt eigentlich Schlägereien und Musik. Okay. Das ist mit ein paar kleinen Fehlern, aber sehr gut. So. Machen wir die Minimap. Wir haben Ort, Zeit, Datum. Krasse Sache. So. Jetzt mache ich das nochmal rein. Audio. Wo ist es denn jetzt wieder? Das Problem bist du. So, das mache ich jetzt noch mal rein. Weiter. So. Mit dem roten Punkt, das sind wir jetzt. Hier haben wir noch keine Zusammenfassung, da wollen wir eine machen. Diesmal nehmen wir Beratung, Bericht, Diskussion. Eine Beratung wird wie Besprechung sein, ne? Wir werden mal durchtesten. So. Ich denke mal, ihr seht nicht so viel, aber ist halt blöde, sonst oft kann ich nicht anders aufnehmen halt. Und ihr habt dann halt hier oben den Transcript, da zeigt er halt, was er erkannt hat und hier die Zusammenfassung und Minimap halt mit den Strukturen. So. Hintergrund, es handelt sich um eine Zusammenfassung eines Beratungsgespräches, in dem der Sprecher über negative Erfahrungen im Schulsystem, kriminelle Aktivitäten und schlechte Einflüsse berichtet. Ja, der Kontext deutet auf eine Diskussion über soziale Probleme und andere Auswirkungen hin. Oh, das ist eine gute Zusammenfassung. Der Sprecher wurde als Idiot bezeichnet, weil er die Schule hasst. Er wurde eingesperrt, weil er nicht in den Erwartungen entsprach. Kriminelle Aktivitäten, der Sprecher berichtet von Verbrechen und kleinen Hehlereien.
Da hebe rein auch richtig hier. Ich hoffe, das zoomt auch vernünftig rein. Das ist geil. Negative Einflüsse. Der Sprecher erwähnt schlechte Gesellschaft. Er spricht von zu vielen Schlägereien. Hier hat er auch Schlägereien richtig. Hier. KI-Vorschlag. Alter, ist das geil. Transkript. Das ist geil. So, jetzt nehmen wir mal das nochmal rein. Aber. Also die Zusammenfassung ist gut. Auch, dass er die verschiedenen Punkte erkannt hat. Ja, das Problem bist du. Jetzt haben wir nochmal das Problem bist du. So. Zack. Erzeugen. So, wir haben Beratung, Besprechung, Bericht, Diskussion haben wir noch. So, wir machen Bericht geht nicht. Ach so, Bericht ist nur für die Pro. Das ist schade. Dann kann ich Bericht kann ich jetzt leider nicht testen. Pro habe ich nicht. Aber Diskussion können wir noch machen. So. Jetzt wird es erstmal verarbeitet. So. Das Problem bist du. Datum, Uhrzeit, Ort. Kann man sogar Ort einfügen? Kann man mal drin schreiben? Und auch bearbeiten, okay. Ja, das ist eine Herausforderung. Der Sprecher hat eine schwierige Vergangenheit mit negativen Erfahrungen in der Schule und Gesellschaft zu Konflikten mit dem Gesetz geführt. Krass. Der Sprecher. Gerät. Also hier ist ein falsches Wort mit drinne. Hier steht nicht gerät, sondern geriet. Ah nee, geriert. Ich habe das R ja nicht. Ich habe das R falsch gelesen. Oh Mann, schon meine Stimme, meine Augen. Ich muss mich gleich hinlegen. Meine Stimme ist gleich weg, ey. Also die Zusammenfassung ist geil. Also im Großen und Ganzen. So, jetzt habe ich noch 298 Minuten. Ideen teilen. Also es funktioniert erstaunlich gut. Also dass es jetzt so gut klappt, hätte ich jetzt nicht gedacht. Kann ich denn jetzt anrufen? Funktioniert nur bei Telefonaten? Moment. Oh. Ich habe jetzt einfach mal mein Echo angerufen. Und jetzt drücke ich einfach mal hier drauf. Mal gucken, ob er dann das auch als Zusammenfassung macht. Oh, meine Küche sieht aus. Katzenfutter steht noch hier. So, Video aus. Test, Test, Test. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. So, aus. So. So, und jetzt gucken wir mal bei Pauli. Nee, da geht's nicht. Jetzt
Ist er aus, oder? Nee, mute. Krasse Sache. Da muss ich noch ein bisschen rumspielen. Wir haben dann auch hier noch die Erklärung, Aufnahme starten. Eine Sekunde gedrückt hat, starte. Test 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 Eckstein, alles muss versteckt sein. Warte mal, soll ich nur kurz drücken, eine Sekunde. Eins, zwei, drei. Oder muss ich da extra drauf gehen? Eins, zwei, drei, vier Eckstein, alles muss versteckt sein. Nee. So. Der ist grün. Speichern. Schalten Sie nach oben, um in den Aufnahmemodus zu kommen. Note. Schalten Sie nach unten, um Aufnahmemodus zu gelangen. 1, 2, 3, 4 Eckstein, alles muss versteckt sein. Drücken Sie und halten Sie die Aufnahmetaste für eine Sekunde, bis die Verbindung. Eine Vibration spüren, dass Aufnahme gestartet wird. Jetzt ist es hier rot, hat auch vibriert. 1, 2, 3, 4 Eckstein, alles muss versteckt sein. Drücken Sie und halten Sie die Aufnahmetaste für eine Sekunde, bis Sie zwei Vibrationen spüren, was anzeigt, dass die Aufnahme beendet wurde. Eins, zwei und beendet. So, und jetzt gucken wir mal, ob wir das finden. Ja. Jetzt ist es hier rot. Hat auch vibriert. 1, 2, 3, 4 Eckstein. Alle. Hat er gemacht. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 Eckstein, alles muss verstecken. Raus, oder? So. Jetzt teste ich das nochmal mit dem Anrufmodus. Moment. Ich habe mal mit dem Echo Dot Flur verbunden. Und ist jetzt hier auf Anruf. Soll ja rot sein. Eins. So. Eins, zwei, drei, vier Eckstein. Alles muss versteckt sein. Esel fressen Nessel nicht. Nesseln fressen Esel nicht. So. Lalilu, lalilu, lalilu. Und dann wieder drückt halten. Jetzt hat es zweimal vibriert. Ist aus. Und hier können wir enden. Und dann gehen wir nochmal in die Pauli-App. Wir haben was Neues. 1, 2, 3, 4 Eckstein, alles muss versteckt sein. Esel fressen Nessel nicht, Nessel fressen Esel nicht. So. Okay.
Das ist aber der aktuelle. Da hat er aber nicht alles drauf genommen. 1, 2, 3, 4 Eckstein, alles muss versteckt sein. Esel fressen Nesseln nicht, Nesseln fressen Esel nicht. So. Eckstein, alles muss versteckt sein. Esel fressen Nesseln nicht, Nesseln fressen Esel nicht. Okay, und jetzt machen wir das runter. 1, 2, 3, 4 Eckstein, alles muss versteckt sein. Esel fressen Nessel nicht, Nesseln fressen Esel nicht. Aber ich hätte das Handy in dem gleichen Abstand wie eben. 1, 2, 3, 4 Eckstein, alles muss versteckt sein. Esel fressen Nessel nicht, Nesseln fressen Esel nicht. Also merkt man schon im Unterschied vom Mikrofon her, dass das dann halt mit dem Knopf hier wirklich Sinn macht. Umschalten. Also ich werde ihn unten lassen, weil Anrufaufzeichnung interessiert mich nicht. Mich interessiert es eher, wenn wir unterwegs sind, dass ich mir Sachen aufnehmen kann. Ja? Dass ich halt nicht immer alles vergesse. Oder wenn wir halt, ich weiß auch gar nicht, wie groß der Speicher da drin ist, dass wenn wir mal wieder ein Gespräch, Schule oder was weiß ich, Arzt oder so haben und Frauchen nicht mit kann, weil sie arbeiten muss, dann kann ich einfach aufnehmen. Und dann nimmt das alle das ganze Gespräch auf. Dann mache ich eine Auswertung und kann die ganze Auswertung halt per WhatsApp an meine Frau schicken. Und dann hat sie das schriftlich, was der Arzt gesagt hat. Und ich kann ihr so ja die genaue Aufschlüsselung geben, wer was, wann, wie gesagt hat und so ja eine Einschätzung. Also das ist richtig geil. Also das ist der Hammer. Also das ist schon echt der Knaller. Also das fetzt schon richtig. Da muss ich jetzt auf jeden Fall in der nächsten Zeit noch ein bisschen testen. Aber geil ist es. Ich hab ja gewusst, KI und so, ich habe ja auch schon einige getestet, ChatGPT an sich getestet, das neue Google-Ding halt getestet, aber das habe ich wieder rückgängig gemacht, Gemini oder wie das heißt. Weil das Problem bei Gemini ist, ich habe auch die Gemini-App drauf. Das ist halt das Problem, wenn ich das habe, dann habe ich den normalen Google Assistant nicht mehr, wenn ich Gemini als Standard mache. Und Gemini als Standard, das ist okay, aber mir werden keine Webseiten mehr angezeigt. Wenn ich jetzt sage, hey Google, was ist Plaud Note? Ich habe Folgendes gefunden. Hey Google, was ist Plaud Note? Laut GoodNotes Support, Vorstellung. Was ist Plaud Note? Laut Wikipedia, Cloud Computing beschreibt ein Modell, das bei Ja, Bedarf. gut. Also normalerweise, ja, da erkennt er jetzt Plaud halt nicht. Hey Google, was ist Android? Laut Wikipedia, Android ist sowohl ein So. Betriebssystem als auch eine Und da Softwareplattform habe für ich dann hier Mobilgeräte unten, wie Smartphones. so, da kann ich da auch bei dem G drücken und komme gleich halt zu den Webseiten, ja? Oder halt hier unten drauf drücken und komme halt zu den Webseiten und kann mir dann halt verschiedene Webseiten angucken, ja? Was jetzt sich um Android dreht. Das habe ich bei Gemini nicht. Da sagt er mir auch, man kann richtig geil mit Gemini reden, ja? Der kennt auch Dialekt und alles drum und dran, kein Problem. Das funktioniert auch sehr, sehr gut. Aber der Nachteil ist, ich kann, der sagt mir dann auch was, die jetzt auch gesagt hat, so in etwa. Aber ich kann halt nicht mehr klicken, um zu den Webseiten zu kommen. Wenn ich sage, hier, was weiß ich, Vodafone-Webseiten und so, dann zeigt er mir oder geht gleich auf die Webseite und Gemini macht das halt nicht. Und das ist halt nervig. Aber das Ding ist echt geil. Oh, da werde ich mir doch echt noch ein neues Case holen müssen, wo ich das dann auf die Rückseite dann ranklebe. Dann kommt das dann halt so ran. Und dann habe ich immer mein Mikrofon dabei. Beziehungsweise mein Diktiergerät und halt gleichzeitig zum Auswerten. Achso, falsch rum. Das ist saugeil. Also, da bin ich echt begeistert gerade. Muss ich jetzt mal so sagen.
das flasht mich gerade richtig, dass das so reibungslos und so super funktioniert. Also das hätte ich jetzt so nicht gedacht. Weil vor allen Dingen, wie gesagt, ich bin total vergesslich. Ja, und wenn wir jetzt beim Kinderarzt waren und der Kinderarzt hat irgendwas gesagt, dann, ach so, muss ich doch da reinmachen, hier ist... So. Und meine Frau sagt, ja, was hat denn der Kinderarzt gesagt? Sag ich, das und das hat er gesagt. Was hat er gesagt? Ich verstehe das nicht. Sag ich, weiß ich doch nicht mehr, Mensch. Ich weiß, dass was für eine Medizin sie nehmen soll und wie oft und dass es nicht schlimm ist und dann ist das doch okay. Aber die will ja immer alles so haarklein genau wissen, das kannst du dir ja nicht alles merken. Ja, also da ist, also, ne? Und so, einfach Aufnahmetaste drücken, da wird alles aufgenommen, ausgewertet und ich kann meiner Frau eine komplette ausgewertete Unterhaltung schicken, da hat sie was zu lesen und weiß Bescheid und das funktioniert sogar sehr, sehr gut. Ich müsste dann mal gucken, wie es mit längeren Gesprächen ist, ob das da denn immer noch so gut funktioniert oder nicht. Da bin ich mal gespannt. Aber so jetzt im ersten Test bin ich davon sehr überzeugt und sehr zufrieden mit. Also, dass es so gut läuft, hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht. So, nichtsdestotrotz wartet jetzt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.